Die beste Handzahnbürste. Gibt es die überhaupt? Oder was sagt eigentlich die Zahnärztin dazu? Mein Name ist Andrea Jakob und ich bin seit mehr als 20 Jahren Zahnärztin und möchte dir in diesem kurzen Video einfach dir meine Gedanken mitteilen, was es heute so auf dem Markt gibt. Es ist ganz klar, auch aus der Praxis weiß ich das, es gibt Menschen, die mögen einfach keine elektrische Zahnbürste, keine Schallzahnbürste im Mund. Und das kann ich auch verstehen, alles gut. Aber jetzt ist die Frage, worauf solltest du achten, wenn du dir eine vernünftige, gute Handzahnbürste gönnst? Ich bin echt extrem begeistert, weil sie haben die Zahl dieser Borsten quasi verdoppelt. Ich habe dir da mal was mitgebracht. Das sind die bunten, ja, und ich blende das hier ein, das ist unbezahlte Werbung, aber es ist eine Produktnennung, das sind fast meine Lieblingshandzahnbürsten und zwar der Firma Curaprox. Wenn du dir eine Handzahnbürste kaufst, dann empfehle ich dir, kauf sie dir nicht im Supermarkt. Ja, ich weiß, dann kosten sie immer ein bisschen mehr, aber das sollte dir deine Zahn- und Mundgesundheit wirklich wert sein. Und jetzt zeige ich dir auch, warum. Ein Highlight bis zum heutigen Tag war hier eigentlich die Curaprox Ultrasoft. Das ist eine hier mit diesen lustigen aufbauenden Farben. Das ein bisschen Zähneputzen soll ja auch Spaß bringen im Badezimmer, ja. Deswegen finde ich die eigentlich schon mal ganz cool, unverwechselbar. Und die hatte seinerzeit schon 5.460 Helfer für dich. Ja, ich meine die Zahnbürsten. Borsten. Und zwar sind das eigentlich keine Borsten. Borsten hat ja schon irgendwie so was Schrubbendes als Charaktereigenschaft. Das sind Filamente. Curaprox nennt das Ganze Filamente. Und das Wichtige ist, die sind abgerundet. Ja? Und so ein Filament, das musst du dir mal vorstellen, hat einen Durchmesser von 0,08 mm. Das ist schon echt crazy. Weil für mich ist es entscheidend, dass du dir eine Handzahnbürste kaufst, die einen kleinen Bürstenkopf hast. Ja, vielleicht guckst du dir einfach mal ganz bewusst nochmal die Zahnbürste in deinem Badezimmer an. Wenn du eine Handzahnbürste hast, da gibt es wirklich, ja, also Teile, die sind riesig. Da frage ich mich immer, wie will man da überall drankommen? Das geht technisch nicht. Das heißt, ich würde mir sogar noch einen kleineren Bürstenkopf wünschen. Der Zahnarzt ist nie zufrieden. Das ist eine gute Lösung. Ja, und das heißt, kauf dir eine Handzahnbürste. Es muss ja nicht die von Curaprox sein, aber kauf dir eine mit einem kleinen Bürstenkopf, weichen Borsten. Ja, früher hat man irgendwie immer gesagt, der Dreck muss weggeschrubbt werden. Bitte, bitte nicht. Soft, ultra soft, weiche Borsten. Ja, so und jetzt ist es natürlich die Königsdisziplin der Firmen, auf dieses kleine Borstenfeld möglichst viele Filamente unterzubringen. Und deswegen habe ich dir jetzt Velvet mitgebracht. Kurze Unterbrechung. Ich habe eine kurze Bitte an dich. Wenn du von meinen Videos schon profitieren konntest, lernen konntest, dann würde ich mich total über deine Unterstützung freuen. Und zwar like und kommentiere die Videos, genau wie dieses hier. Und schenke mir dein Abo, weil das ist genau das, was der YouTube-Algorithmus mag, damit wir noch mehr in die Sichtbarkeit kommen, noch mehr wachsen und vor allen Dingen noch mehr Menschen davon profitieren. Weiter geht's. Ja, es hat mich selber auf eins meiner YouTube-Videos jemand darauf aufmerksam gemacht, dass es jetzt Velvet gibt. Und ich bin echt extrem begeistert, weil sie haben die Zahl dieser Borsten quasi verdoppelt. Wir sind jetzt bei 12.460 Filamenten, Helfeshelfer, die dir einfach bei der sanften Zahnpflege helfen sollen. Ja, diese Edition hat letztendlich so ein bisschen diese Pastelltöne, ja, ist auch ganz smart. Curaprox ist sehr, sehr kreativ, was zum Beispiel das Ganze anbietet, das zum Beispiel als Paarversion anzubieten, immer das Ganze im Doppel. Ja, diese Zahnbürste ist ein bisschen teurer als die aus dem Supermarkt. Sie kostet einzeln, glaube ich, momentan 7 Euro. Aber es ist halt eine gute Investition. Warum? Schau, die haben sich richtig was dabei gedacht. Die haben einen Griff konzipiert. Das ist ein achtkantiger Griff. Und die Putztechnik, die für diese wirklich gute Handzahnbürste entwickelt ist, ist einfach,
dass wir sanft das Zahnfleisch und den Zahn pflegen, massieren und sauber machen. Du musst dir das so vorstellen, dass du diese Zahnbürste einfach wie einen Stift in die Hand nimmst. Also nicht hier diesen hier, weil das verleitet ja schon so ein bisschen zu schrubben, sondern du nimmst sie einfach wie einen Stift und diese Kantigkeit dieses Griffs unterstützt das Ganze. Und dann gehst du halt an deine Zähne und setzt letztendlich so ungefähr einen 45-Grad-Winkel an zwischen dem Zahnfleisch und dem Zahn und gehst in leichten, kreisenden, massierenden Bewegungen die Zahnflächen ab, so wie deine Routine dir das einfach vorgibt. Mein Tipp, wenn du mich schon länger verfolgst, dann weißt du das, fang mit den Schwachpunkten an. Das heißt, wenn du zu Anfang noch motiviert bist, ja, nimm dir einfach das vor, was am unglücklichsten in Anführungszeichen zu putzen sind, das sind die Innenflächen. Das macht keinem richtig Spaß, aber wenn du zu Anfang halt da anfängst zu putzen, dann kannst du diesen Stift, ja, dir richtig vorstellen, wie du in kreisenden Bewegungen das Ganze halt sauber machst. Das ist ein Umdenken, ja, dass wir jetzt einfach anfangen, auch noch die Zahnbürste anders anzufassen. Deswegen empfehle ich dir auf jeden Fall die Seite von Curaprox, die Original-Homepage. Da gibt es Videos dazu, da können das noch besser darstellen, wie du diese Zahnbürste einfach verwendest. Wie gesagt, für mich einfach einen Daumen hoch. Es ist super weich, fühlt sich super glatt danach an. Du brauchst nur, und das ist auch echt cool, du brauchst wirklich nur ein bisschen Zahncreme, weil durch diese extrem vielen Filamente schäumt das extrem auf. Du hast ein richtig gutes Gefühl danach, du gehst mit der Zunge darüber und es fühlt sich einfach gut an. Schreib mir gerne mal unter dieses Video, welche Handzahnbürste du verwendest. Für mich ganz, ganz klarer Favorit, kein Muss, aber schon ein cooles Accessoire für eine coole Zahn- und Mundgesundheit. Bis dahin, schön, dass du dabei warst. Ciao.